und wo es sich befindet, aber ich kann es spüren. Ich bin der kosmischen Entstehung auf der Spur. Es gibt allerdings ein Problem beim Gewinnen dieser Energie, da das Geschöpf während des Experiments stirbt. Ich muss dieses Prozess der Qualen weiterentwickeln, um echte Arbeit zu ermöglichen. Es muss mehr Experimente durchführen. Es Experiment durchgeführt werden, aber es scheint, dass nur Menschen die notwendigen Menge produzieren können. Vielleicht ist es ihre Fähigkeit, den Ernst des Prozesses zu verstehen, was dann ihre Gefühle von Terror steigert. Also er will Stress haben und das wandelt er irgendwie in Energie um oder was? Aber Hunde tun nicht genug, Tiere tun nicht genug produzieren und deswegen will er Menschen benutzen. Lol. Warum? Was hast du aufgeschrieben? Motor startet, der den Aufzug zum Gange setzt, findet den Schlüssel, der die Tür zum Maschinenraum habe ich, bin in den Studierzimmer einen Weg um die Trümmer herum. Es funkt. Lol. Ich will hier rein. Oder will ich das überhaupt? Ich will. Pläne Aufzugsumbau. Speichern. Wann bin ich an der Reihe? Habe ich mich nicht lange genug zurückgehalten? Meine Geduld währt schon Jahrhunderte. Wo ich herkomme, wird die Menschheit mit keinem Wort erwähnt. Und doch verbeuge ich mich vor dir. Ich habe so viel für dich getan und nichts zurückbekommen. Agrippa, ich vertraue dir. Vertraute dir, ich hätte durch dieses Tor gehen sollen. Hä? Kapier ich nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist das denn? Schemate, Aufzüge. Verwendung von Dampfenergie für den Aufzug. Kammersteuerung. Anleitung Aufzugmaschine. Wenn der Aufzug wieder kaputt geht, baue mit dem Dampfmotor Druck auf, bevor du ihn in die Maschine einsetzt. Stelle die Hebel so ein, dass du die geeignete Menge Druck innerhalb der Kammer erhältst. Die Messinstrumente sollten folgendes anzeigen. Hoch 8 und runter 8. Achte darauf, dass der Dampfstrom folgendermaßen eingestellt ist. Funktion Trinity Dampfanlage. 4 Phase Amplitude. Kompletter Dampfstromkreislauf. Beachte, dass die Maschine erst und dann richtig eingestellt ist, wenn alle Stäbe eingeschoben sind. Das ist ein Stab. Ich will jetzt erst noch kurz hier. Hier ist noch eine Kiste. Ja. Das Bild hängt irgendwie mehrmals hier im Haus. Warum? Weiß ich nicht. Ey, cool. Da ist Öl drin.
Jetzt haben wir so einen Typ. Scheiße. Was ist hier? Ist da irgendwas noch? Schnell zurück. Raus hier. Professor Tyler war der Zweite, für dessen Tod er aufgrund seiner Neugier verantwortlich war. Wieder sind die Türen zu. Plansch. Füße waschen. Was ist jetzt hier? Lagerraum. Alles klar, Leute. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen länger aufgenommen. Ich denke schon, also es fühlte sich irgendwie an. Jedenfalls will ich jetzt erstmal hier in der Pause machen. Und ein bisschen was Mittagessen und dann, ja, ich habe nämlich Hunger. Und jedenfalls, dann machen wir das nächste Mal im Lagerraum weiter. Und ja, vielleicht ist da ja das Monster. Ja, tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Amnesia The Dark Descent. Ja, heute bin ich wieder mal nicht alleine. Heute ist wieder der Dennis bei mir. Hallo, Dennis. Hallo, Cerberus. Und ja, wir beginnen jetzt gleich weiter. Ich war halt bei den letzten paar Parts nicht dabei, aber hoffe, dass das wieder aufregend und gruselig wird. Genau, das hoffe ich auch. Und zwar haben wir ja gesagt, wir gehen in den Lagerraum. Also gehen wir in den Lagerraum. Mach hier nochmal ein bisschen die Lautstärke ein bisschen für uns anpassen. Ja, und jetzt sind wir hier im Lagerraum. Da wird's gleich wieder dunkel. So sind wir es doch gewöhnt. Maschinenraum haben wir ja schon hier. Und Stromkreislaufstab hier, Dennis, ne? So ein Maschinenteil aus Holz und hier noch diesen komischen chemischen Topf und 17 Dinger und volles Öl. Öl, ah, okay. Hast du das auch eben gehört? Ja, das war hier. Achso. Die Dunkelheit im Lagerraum ist merkwürdig und unnatürlich. Und ich komme schon wieder mit meinem Headset an die schönes Mikrofon. Finde den Schlüssel der Tür zur Maschinenriegel, habe ich. Ich werde daraus, wie man das Motor startet. Ja, das habe ich schon in so einem Buch, in so einer Notiz steht es drin. Merkwürdig dunkel. Ausrüstung. Das hörst du doch jetzt, ne? Ja. Ja, wir haben jetzt ein bisschen rumgetrickst. Beziehungsweise Dennis. Jetzt hört er auch alles eigentlich. Ja, man muss halt mal sagen, hä? Was? Ich habe nur ein bisschen gehört. Helle Kerzen oder Fackeln vermeiden die Verschlechterung des geistigen Zustands. Oh mein Gott. Fuck. Jetzt höre ich die Scheiße auf. Oh fuck. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Das Problem ist, ne? Die letzte Aufnahme, die ich ihn alleine habe, ich ja um 7 Uhr morgens gemacht. Oder so. Da war ich ganz früh wach. Da habe ich gedacht, jetzt kann ich Amnesia aufnehmen. Aber jetzt spielen wir um 0.20 Uhr. Ja, wir haben eben 20 oder sogar eine halbe Stunde eine Fliege gejagt. Und wisst ihr, was cool ist? Wir haben sie danach jetzt in eine Pringles-Hose gefangen. Yay! Jetzt können wir sie immer rumschütteln. Die Schüttelfliege, jetzt im Handel, nur 1999. Ja, ich denke mal, das ist, glaube ich, keiner mehr da und der Kopf dröhnt uns wieder mal. Da hat noch was gelegen, willst du das und nicht aufheben?
Teilvorteile vom Handball. Wo? Oh. Geh nochmal hier rum. Na da. Ah. So. Hier noch irgendwas? Blut ist das. Blut auf dem Boden. I don't know what it is. Oder Wein. But it is rot. Ich mit meinem perfekten Englisch. Waren das letzte Mal auch so Monster bei dir? Ich hab halt die Parts jetzt nicht weiter verfolgt. Ja klar, ganz viele. Oh. Und eine Geschichte. Please, let me go. I won't tell anyone, I swear. I just want to go home. No, get away from me. Leave me alone. Das haben wir doch gehört. No, go away from me. In dem ganz Anfang Raum, da wo wir die Treppe hoch sind, weißt du? Genau. Wo die Dings versperrt war. Es ist so dunkel, Mann. Warum? Ich kenne die Stelle. Woher? Hier unten ist... Da drinnen, da ist ein Monster. Oder die Frau. Das Ding müssen wir freisprengen. Aber du musst da rein. Ding hier ist, hier sind so viele Monster, das weiß ich noch. Von dem Let's Play. Da habe ich den Part hier, habe ich gesehen gehabt. Aber ich kann mich nicht mehr an die Gewölbe hier erinnern. An den Raum kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Die Zeit vergeht. Aber ich glaube, wir mussten mit dem Bohrer hier irgendwie Wasser rausholen. Oh ne, das ist wieder so ein Scheiß wie komplett. Hier steht ein bisschen offen. Was ist denn hier hinten? Alter, das ist so dunkel. Sekundär.